Moin zu GodEva 3, zu dem zweiten Part der japanischen Demo. Schaut uns auch gerne Part 1 an, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich finde auf jeden Fall, den Look sieht es auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Und ich denke auch im nächsten Monat, also im Januar, wird es bestimmt auch unsere Version von der Demo kommen. Gehe ich mal davon jetzt aus. Vielleicht wird das dann Namco Bandai das eben halt machen. Und auch dementsprechend auch unsere Sprache, weil Teil 1 und Teil 2 war ja auch nochmal, wo es auch neu aufgelegt worden ist für die PS4, auch in unserer Sprache und sah auf jeden Fall auf der PS4 sehr cool aus, obwohl das ja eigentlich trotzdem ja auch schon ältere Teile sind. Wo eben halt GodEva ja schon seit Jahren schon draußen ist und auch ein Anime gibt. Schaut auch sonst gerne mal den Anime an. Mir gefällt dieser Look, auch dieser Anime-Touch hier und dann eben halt auch von der Grafik her sieht das auf jeden Fall sehr hochwertig aus für so ein Anime-Game quasi. Ja, wir gucken einfach mal hier in der japanischen Demo, was wir alles hier so machen werden. Ich denke mal, ich werde auch, wenn das auch in unserem Store gibt, auch nochmal dazu nochmal Gameplays bringen. Mal sprich in unserer Sprache und dann könnte das am 9. Februar losgehen. Vielleicht habe ich auch Tage schon vorher durch meinen Händler. Mal gucken. So, dann kommen wir auch jetzt hier zu Mission Rang 1 mit den zweiten. Ich hatte ja im letzten Part, also im ersten, mehr mit den Creator zu tun gehabt. Da wollte ich auf jeden Fall auch trotzdem Einblicke lassen dazu. Das hat auch schon gewissermaßen Zeit gekostet. Hatten aber auch schon Mission 1 gemacht, sprich Tutorial. Und wir werden jetzt uns hier weiter durchforschen. Let's go zu der nächsten Mission denn. Ja, wie ihr seht, sind wir hier soweit erstmal nur so Gefangene und werden irgendwie draußen freigelassen, um gegen diese Monster zu kämpfen. Weil wir haben lebendige Waffen, die stark halt gegen diese Monster sind. Let's go. めんどくせえけどさ、人機の動作確認ってのは大事なわけよ。いざって時に動かなかっ Für den たら、einen oder anderen, der nicht weiß, wie diese Monster halt heißen, das sind Aragamis. Und kam durch diesen Virus auf unsere Erde und wir müssen gegen die halt kämpfen. Haben aber auch das Schicksal, dass wir solche Armbänder haben. Quasi, wir müssen diese Armbänder haben, weil die Aragami sonst den Körper infizieren. Und die dürfen nur einen Teil unseres Körpers infizieren, quasi halt nur eben halt dort, wo wir die Waffe halt anfassen, weder rechte oder linke Hand. Und da kriegen wir so eine Armschelle, die wird dann so gesehen von den Reserven des Körpers entfernt. Und das Monster nimmt halt nur den Einfluss von unserer Hand quasi, aber nicht von unserem ganzen Körper. Also wir haben trotzdem noch die Kontrolle über unseren Körper, denn. Aber nur eben halt nicht mehr durch die Hand so wirklich, weil da ist es ja infiziert von dem Monster. So, da haben wir jetzt hier ein Tutorial. Gucken wir mal. Ah, da können wir uns jetzt schützen. Gab es ja auch dieses Feature bei Teil 1 und Teil 2, dass wir halt uns auch schützen können. Wir können halt auch dann schießen, können auch in Schussmodus gehen. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und das zieht halt nicht so viel ab, wenn wir uns halt schützen, als würden wir volle Pulle was abkriegen. Hier seht ihr das eben halt. Das ist schon. Okay, dann müssen wir nächstes Mal weg, weil das Ding explodiert halt auch. Das ist halt neue Sorten von Monstern. Hier können wir uns jetzt hier dementsprechend teilen, wenn wir auf ein Touchpad drücken, kommen wir eben halt hier zu diesem Modus. Und da können wir eben halt aussuchen, ob wir irgendwelche Buffs nehmen wollen oder eben halt Heilung. Oh, wir können auch hier in diesen Angriffsmodus switchen. Hier können wir eben halt mit unserem Monster eben halt rufen. Der kann dann eben halt die anderen Monster verspeisen. Ja, probieren wir mal diese Waffenvariante. Wir können also auch eine andere Waffenvariante nehmen. Sieht schon auch cool aus.
So, dann haben wir hier die Kommandopalette und hier bei dieser Kommandopalette können wir ihm halt auch Befehle geben, wie komm zu mir, komm wieder zurück, solche Sachen. Ah, hier, da wieder so ein Monster. Let's we go. Ja, wie ich auch schon den letzten Part angesprochen habe, also den ersten. Ich finde die Musik auf jeden Fall auch sehr, sehr cool gemacht hier in dem Game. Das muss ich auch immer sagen. Also selbst hier in God Eva hast du auch immer richtig geile Mucke so mit drin. Ah, hier, wenn wir vergiftet sind, können wir auch Antidot nehmen. Das nennt sich ja eigentlich so immer so ein Gegengift quasi. Und dann können wir jetzt hier das Monster ja auch nochmal. Oh, nee. Komm her, du. Zerfleischt. Also ich finde diesen Look auf jeden Fall sehr, sehr schick. Auch finde ich das nice mit den Dual Blade. Das habe ich irgendwie vermisst bei den ersten und zweiten Teil. Da musste ich halt immer mit einer anderen Waffenvariante spielen, wie, keine Ahnung, Kurzschwert. Man konnte auch ein Großschwert. Man hat aber auch andere Waffenvariationen, ne? Die man hier spielen kannst. Was ich ja cool finde, ist ja, wie man eben sehen konnte, wir konnten halt auch dann quasi switchen. Also heißt also die Waffe unmutieren. Das hat auf jeden Fall auch was an sich. Ja, das ist schon sehr interessant, die Story bei God Eva. Sprich, also die Aragami und dass wir halt versuchen, die Erde in einer neuen Zukunft zu bringen, quasi gegen diesen Virus. Und versuchen natürlich, diese Aragami zu dezimieren. Aber auch der Anime bietet auf jeden Fall eine Menge Klarheit und Weiterwissen dazu mit den Aragami und auch selber die wir als Hunter gegen die kämpfen müssen. Weil wir sind ja quasi die God Eva. Wir verspeisen quasi die Aragami, die als ja, gewissermaßen als Götter zählen, aber dennoch Bestien sind und ja, in dieser Welt Virus bringen. Wir müssen natürlich die Zivilisation davon retten, also für die restliche der Menschheit. Hier hat man auch quasi wie so eine Apokalypse halt auf der Erde. Andere Waffen helfen nun mal eben halt nicht gegen die Aragami. Das mussten die Menschen eben halt dann akzeptieren und mussten eben halt diese Macht der Aragami für sich nutzen, eben halt, um gegen die eben halt zu bestehen, quasi gegen ihre eigenen Mittel zu bekämpfen. Ah, okay. Ja, genau, das habe ich ja auch schon gezeigt gehabt. So, dann haben wir auch gleich da einen Aragami. Gibt's auf jeden Fall sehr, sehr viele Aragamis. Auch die Bosse sind auch ziemlich nice gemacht worden. Fand ich auch im ersten und zweiten Teil auch ziemlich cool. Zack. Da lootet ja die entsprechend halt auch. Aber mir gefällt schon dieser Grafikstil. Mal sehen, vielleicht könnten die ja noch in der Zeit noch ein bisschen noch was raushauen. Aber mir gefällt das schon soweit. Also schon echt eine gute Verbesserung. Also sprich, jetzt wenn man Teil 1 und Teil 2 anschaut, obwohl die ja erneuert worden sind, ist das schon ein sehr guter Fortschritt zu dem dritten Teil. Auch der Anime-Look sieht auf jeden Fall echt sehr vielversprechend aus. Natürlich kann man da noch mehr rausputzen. Vielleicht könnten die das in der Zeit vielleicht noch machen, weil es sich ja trotzdem noch in der Entwicklung befindet quasi. Aber es sieht schon sehr interessant aus. Zack. Und da sind wir jetzt sogar... Haben wir sogar hier ordentlich gelootet und haben dafür noch XP gesammelt. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier Level eingesammelt, die quasi ja, das stärker macht.
Und desto höher das Level, desto machtvoller werden wir auch. Das finde ich cool. Das fand ich ja schon in den ersten und zweiten Teilen nice, dieses System. Und das haben die ja auch hier im dritten Teil noch beibehalten. Und dann könnt ihr das eben halt hier und dementsprechend da auch einsetzen. Man konnte das eben halt hochstufen und dann mit ordentlichen Burst Attacks raushauen. Das hat mich, das hier erinnert mich echt so an Monster Hunter, so, ne? Mit diesen, ja, hier, das und das hast du bekommen und diese Geschichten halt. Okay. Speichern wir mal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der drauf bestimmt auch noch wartet. Und auch schon mal Teil 1 und Teil 2 gespielt hat. Falls ihr es noch nicht getan habt und noch nicht den Anime, dann würde ich euch das echt empfehlen, falls euch diese Geschichte interessieren sollte. Guckt auf jeden Fall den Anime an und dann halt auch Teil 1 und 2. Okay, jetzt haben wir hier die vierte Mission. Yo. Unlock. Ja, und man hat echt auch schon drauf gewartet, dass so ein God Eva 3 kommen könnte. Das wäre schon echt nice. Das mit dem Licht sieht cool aus. Genau, da sehen wir so eine Anzeige mit den N-Gage. Oh. Zack. Mal gucken, was auch noch für coole Outfits geben wird oder an DLCs etc. Ich hoffe, da kommt schon auch Zusatzmissionen, Outfits, Waffen vielleicht, irgendwie sowas in der Richtung oder irgendwie sowas halt. Also da wäre schon echt nice. Ah, da zerplatzt der erstmal. Hm? Der Engage ist immer noch am Start. Weiß ich, vielleicht kommt der Engage auch im Koop, das wäre auch ganz cool. Du hier auch mit anderen Leuten zusammen Engage machen kannst. Mal zerfressen. Ja, nice. Ihr seht, der Levelstand erhöht sich. Nice. Ich glaube, wenn wir 3 von 3 haben oder irgendwie sowas, können wir mit R1 und Dreieck, die glaube ich, was einsetzen. Sieht irgendwie danach aus. Aber natürlich sind auch hier bestimmt sehr viele neue Sachen mit dabei, die man sonst noch nicht von den anderen beiden Teilen kennt. Ja, ich hoffe, die Sachen dauern wieder nicht allzu lange, als wie jetzt bei Sword Art Online Fette Bullet, weil das stört mich ein bisschen so mit den DLC-mäßigen so bei Fette Bullet. Ich hoffe, das wird bei God Eva 3 nicht so. Und ich hoffe auch in den neuesten Sword Art Online wird das hoffentlich nicht so. Naja, auf jeden Fall wird eben halt Namco Bandai nächsten Monat, denke ich mal, den Expansion rausbringen zu Fette Bullet, zu Sword Art Online. Und ich hoffe, die werden das hier nicht mit God Eva 3 so machen, so wie das mit Fette Bulle, weil ich finde, ein bisschen blöd so mit den, ja, gibt es so wenig DLCs und so weiteres oder Möglichkeiten für diesen Season Pass.
Und ich hoffe, das wird bei God Eva 3 nicht so der Fall sein, hoffentlich nicht. Ansonsten hat mir Fatal Bullet Ace sehr viel Spaß gemacht, aber bei in anderen Sword Art Online gab es auf jeden Fall viel mehr, also besonders auch bei Resolation und ich finde die Updates an sich auf jeden Fall ganz cool so vom Fatal Bullet, aber ich fand der Resolution da in dieser Richtung irgendwie schon attraktiver, irgendwie so ein bisschen so von den Sachen her, die es da angeboten wurden. So, okay, gut, dann denke ich mal, werden wir auch schon mal eine weitere Mission machen. Wir wollen hier alles einmal angeschaut haben. Hier haben wir jetzt nach 1, 2 und 3 haben wir hier auch noch weitere Missionen. Die können wir auch gerne mal machen. Da sehen wir eben halt auch, welche Art von Aragamis am Start sind. Die werden wir uns hier einfach vornehmen. Jetzt haben wir diesmal statt eine Zweier eine Vierergruppe mit Hugo, den Säcke, den hatten wir ja auch schon in der anderen Mission gehabt, der uns alles erklärt hat soweit. Und dann haben wir hier noch die Claire. Ja, ihr seht auf jeden Fall wieder neue Charaktere, die wir ja sonst von den Anime nicht mehr kennen. Also in Anime hatten wir eigentlich hier soweit jetzt nur von 1 und 2. Hier sehr relevant waren und jetzt haben wir hier quasi eine neue Ära quasi dann durch diese Hunter-Geschichte. So, dann gucken wir uns mal die Mission an. Außerdem kommt auch God Eva 3 für den PC. Oh, sie hat auch ein nice Outfit. Anti-Shot. Aber die meisten Mädels tragen immer so weiße Pantsuits, ne? Ist mir mal aufgefallen. Meistens. Also ich trage eigentlich meistens eher so schwarz. Tragen alle hier so weiß. Aber die hat auch ein bisschen so den Schulmädchen-Style, ne? Mit diesem Rucksack da halt. Die Frisur da. Hetzt mich nicht. Ich will da ein bisschen inspizieren hier. Ja. Schon ein bisschen so Schulmädchen-Style, ne? Er ist hier so der. Ja, sagen wir mal, Squall. Hat so eher so den Squall-Style so ein bisschen, auch mit seinen Blade hinten. Alter, wie so ein Dunkelritter vom Final Fantasy 14 mit so einem Großschwert. Auch wieder so nach hinten hängt, so quasi wie Zack oder Cloud. Und dann hier nochmal hier mit dem Hammer. Oh. Ja gut, los geht's. Ich wollte einfach mal inspizieren. Gut, hier haben wir jetzt die Karte. Da können wir eben halt gucken bei der Optionstaste hier, das ist die Map und dann sehen wir eben halt schon mal so zwei Aragamis, die da rumstreifen. Also wir haben quasi wie ähnlich wie bei Monster Hunter eine Map und dort werden wir dann eben halt uns hinbegeben und dann eben halt diese Monster besiegen. Wir haben eine gewisse Zeit auch. Ich glaube auch Anzahl an Wiederbelebung. Ich weiß es nicht mehr so ganz, es ist schon ein bisschen wieder her. Ich denke mal, das wird auch bestimmt dann in Online-Koop bestimmt auch geben. Kann man durchaus denken. Und jetzt können wir ja loslegen. Diese zwei Aragamis. Okay, der ist schon mal besiegt. Oh, das geht aber diesmal schneller. Okay. Ah, okay, da war ich gierig. So, jetzt ist Alarm. Jetzt kommt ein größerer Aragami. Da unten ist er am Start. Müssen wir jetzt aufpassen. Ah ja, und wenn ihr denn eben halt R2 mit X drückt, dann fliegt er nach vorne. Der so gesehen rampagen. Ah, die Musik immer, ne? Diese Battle-Musik. Richtig nice. Boah. Okay, da wütet er ganz schön. Muss nur mal gucken, wie man das mit den Fixieren macht. Ah, okay, ich hab's gesehen. Mit,
Ah, wir müssen hier L1 gedrückt halten kurz. Und wenn ihr das wieder weg haben wollt, dann müsst ihr einmal L1 drücken. Einfach nur mal. Ansonsten dreht ihr mit der Kamera halt mit L1 quasi so. Also die fixiert euch immer zu eurer Blickrichtung. Und wenn ihr fixiert haben müsst, haben wollt, dann müsst ihr eben halt L1 gedrückt halten für eine kurze Zeit. Okay, gut. Guck mal, nice dann. Was man für coole Moves auch noch so raushauen kann, alles. Auf jeden Fall sehr, sehr stylisch gemacht. Okay, der hat sich eingegraben und jetzt kommt er irgendwo wieder raus. So, wir sind auch in Schussmodus, gibt es halt auch quasi, so wie in anderen God Eva-Teilen. Ist halt auch so ein Bestandteil halt, dieses Schießen noch dazu. Und außerdem könnt ihr dann, wenn ihr genug halt diese Monster zerfressen habt, dann seht ihr eben halt diese Level und dann könnt ihr natürlich auch eure Waffe damit aufpowern und stärker werden quasi damit. Aber die haben auch natürlich Elementfähigkeiten drauf, die Monster, ne? Das darf man nicht vergessen. Die haben auch Element drauf. Okay. Let's go. Wir sind wieder in Engage. Das ist wie so ein Tech-Boost. Jetzt will er abhauen, weil er schon angeschlagen ist. Kennt man ja auch durch Monster Hunter. Gibt es ja auch Monster, die einfach irgendwie abhauen, weil die ja entweder eine neue Position suchen oder sich irgendwie da irgendwo aufladen wollen, um sich dann wieder zu heilen. Kennt man ja halt auch. Dann wollen die sich halt dann wieder nochmal neu ernähren oder generieren. Oder halt suchen einfach ihre neue Kampfposition. So, den Kollegen haben wir jetzt auch, glaube ich, mal erledigt gleich. Nicht. Na, jetzt haut er schon wieder ab. Ah, die Musik ist herrlich. Okay, unsere Ausdauer ging da auch jetzt weg. Das ist damit das mit den ST. OP ist eben halt wie quasi MP und HP, klar, unsere Lebenspunkte. So, hier ran bleiben und dann geht's ab hier. Oh, 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 aufpassen. Jetzt hier auch immer, wie schon gesagt, Elementfähigkeiten drauf, die Monster. Muss man halt immer dementsprechend aufpassen. So, und da haben wir den besiegt. Man sieht, die Aragami haben sich irgendwie weiterentwickelt und sehen dementsprechend auch ganz anders aus als jetzt früher, als dieser typische Look. Ganz anders jetzt so ein bisschen. Finde ich auch wieder echt cool gemacht. Und das Gameplay muss man sich immer wieder dran gewöhnen. Das ist auch wieder was Eigenes und ich meine, den ersten und den zweiten Teil musste ich mich halt auch früher nochmal dran gewöhnen, wo ich euch das vorgestellt habe als Projekt. Und das ist genauso hier im dritten Teil mit ein paar Veränderungen. Einige Elemente kommen einem wohl bekannt vor von ersten und zweiten Teil. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier auch wieder neue Sachen, wo man erstmal wieder sich dran gewöhnen muss. Das ist echt eine eigene Sache hier. Aber es macht Spaß. Also ich mag dieses flüssige Gameplay her. Natürlich ist es noch in der Demo. Da darf man dann nicht jetzt, wenn irgendwie welche Sachen da mal irgendwie sein sollten, muss man jetzt nicht das denken, dass es auch ein Hauptteil sein wird, also sprich in der Vollversion, ne? Also das ist halt noch eine Demo, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an, so vom Gameplay her, und ich freue mich auf jeden Fall, wie es auf jeden Fall wird hier mit dem Spiel. Ich muss sagen, mit God Eva bin ich mehr verbunden als jetzt mit Monster Hunter, weil God Eva fand ich ja schon sonst von der Story und von der Geschichte her sehr, sehr gut. Also auch die Charaktere, das finde ich eher so mein Ding, anstatt jetzt Monster Hunter. Aber das kann jeder sehen, wie er will. Also ob jemand irgendwie beides mag oder eher nur einer von diesen beiden Fraktionen, je nachdem.
Aber ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen an der Stelle. Einen Daumen nach oben würde ich mich darüber freuen. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von God Eater? Seid ihr eher so von der Fraktion God Eater oder eben halt vom Monster Hunter oder mögt ihr eben halt beides? Lasst es mich mal gerne wissen. Ich mag die Serie besonders von den ersten Teil, zweiten Teil und dann eben halt auch von den Anime. Ganz cool gemacht. Ja, an der Stelle danke fürs Zuschauen sogar, Leute, und schaut uns im nächsten Part. Da werden wir nochmal die anderen beiden Missionen noch machen und dann halt sonst auch noch den Spezial, wenn wir noch dazu Zeit haben. Ich wollte auf jeden Fall euch hier mit diesen Gameplays von der japanischen Version euch schon mal vordemonstrieren, wie das halt schon mal aussieht. Und vielleicht haben wir schon den nächsten Monat von Namco Bandai auch die deutsche Version, wo ich euch denn die Demo auch nochmal sonst zeigen werde. So. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das ein paar Tage früher bekomme. Dann kann ich das schon sogar vorher präsentieren. An der Stelle danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Yo.